Hallo, grüße euch, wie immer Paraguay Live. Heute wieder möchte ich mich bedanken für die vielen Fragen. Bitte unten in den Kommentaren mir schreiben. Die meisten von euch rufen mich an oder halt benutzen die E-Mail. Also heute sprechen wir über Gebrauchtwagen. Also zuerst, wie teuer sind diese Auto? Lohnt sich nicht? Und die zweite Sache, wo kann man Gebrauchtwagen finden? Okay, also falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Okay, tschö. Also heute, wie gesagt, lieber Gebrauchtwagen aus der Reihe Fragen und Antworten, beziehungsweise auch Paraguay Info. Klar, es sind wichtige Sachen. Jeder, nicht nur wir, aber jeder, der nach Paraguay kommt, möchte sicherlich ein Auto haben oder einen Wagen haben. Grundsätzlich, kurz und bündig, vorwiegend sind die Japaner hier sehr gefragt. Also Geländewagen so oder so, wenn man natürlich ein bisschen außerhalb von Städten wohnt. Geländewagen, also Toyota, Nissan, Mitsubishi, Isuzu funktioniert auch noch. Auch die PKWs. Ja, also sind meistens die Japaner, natürlich auch Mercedes, aber sonst sind die natürlich Ersatzteile relativ teuer für Mercedes. Also grundsätzlich Japaner. Ja, das ist ja mal wichtig. Es gibt eine Seite, wo praktisch sowohl kostenlose Anzeigen gibt, als auch bezahlte. Kann jeder von euch benutzen. Die größte paraguayische Seite, classipar.com. Gebe ich euch unten natürlich die entsprechenden Links dazu. Ja, also kein Problem, ihr braucht einfach die Beschreibung aufzumachen und auf den Link zu klicken. Ganz einfach. Also wie gesagt, es gibt vorwiegend gebrauchte Wagen auf dem Markt, die auch teuer angeboten werden. Warum teuer? Ich denke, habe ich schon mal früher erwähnt, es gibt keinen TÜV in Paraguay und dadurch fahren die Autos 10, 20 Jahre lang und funktionieren, also das ist nochmal wichtig. Die Straßen sind auch nicht gerade die besten, also sage ich mal, neuen Wagen würde ich also keinem empfehlen, also ich würde es auf keinen Fall kaufen, ja, weil das ist einfach ein Riesenverlust mit den Jahren. Also Gebrauchtwagen, wie gesagt, Japaner, ich gebe euch natürlich die Links dazu und als Beispiel, wie gesagt, die Gebrauchtwagen sind so um die 10 Jahre, 11, 12, 15, 20 Jahre alt, also das, was, sage ich mal, in Deutschland vielleicht schon längst auf dem Schrott ist, oder Schrottplatz, oder einfach entsorgt wird, hier funktioniert noch. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, es funktioniert und man hat also kaum Verluste. Deshalb, sage ich mal, ist es auch schwierig, so Jahreswagen zu finden. Also entweder Neuwagen oder halt Gebrauchtwagen und da muss man noch richtig dafür Geld bezahlen. Es ist nicht wichtig, es gibt Autohäuser, Straßenhändler, aber überall, ihr könnt, geht einfach, klickt die Links und schaut euch die Preise einfach an. Ich gebe euch hier auf der Seite sicherlich so ein paar Fotos zu den gängigsten Gebrauchtwagen, die hier funktionieren, damit ihr so ein bisschen kleine Ahnung habt, wie das überhaupt die Sache mit den Gebrauchtwagen hier in Paraguay funktioniert. Das habe ich schon in anderem Video erwähnt. Wie gesagt, immer Notarkauf ist notwendig, um einen Gebrauchtwagen zu erwerben. Okay, also bis dann. Ich bin mir sicher, ich konnte euch etwas helfen mit den Links. Das ist ja mal wichtig. Wie immer, sämtliche Fragen, Kommentare bitte unten, nochmal unten in den Kommentaren schreiben. Ich sammle die wichtigsten Fragen und gebe euch wie immer kurze und bündige Antworten. Das ist wichtig. Bitte nicht vergessen, immer Likes, Daumen nach oben und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitte schnell abonnieren. Bis zum nächsten Video. Bis zu euren nächsten Fragen. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Wie immer, fast wie immer. Schönes Wetter.